In fast 50 afrikanischen Ländern gibt es der Afrikanischen Union zufolge mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Die genauen Zahlen sind in Afrika zwar vergleichsweise noch relativ niedrig, aber die würden in Zukunft rapide steigen, warnt jetzt die Weltgesundheitsorganisation. Um die weitere Ausbreitung zu stoppen, hat unter anderem Südafrika schon eine Ausgangssperre verhängt. Viele Menschen in dem Land, in dem die Zahl der erfassten Infektionen auf knapp 1200 gestiegen ist, stellt das allerdings vor besondere Probleme. Die Armee ist in den Straßen, auch hier in einem der armen Viertel Johannesburgs. Sie versucht durchzusetzen, was vielen hier schwerfällt, in den Häusern zu bleiben. Ausgangssperre bedeutet für Familie Ledwaba zu sechst auf 12 Quadratmetern. Alle zusammen zu Hause, das gibt es normalerweise nur nachts, wenn sie schlafen. Und sie haben kein fließendes Wasser. Sie müssen es an einer Wasserstelle holen, einen Kilometer entfernt. Soziale Isolation sieht anders aus. Dabei ist sie bitter nötig. Millionen leiden hier unter Tuberkulose und AIDS und könnten besonders gefährdet sein. Wir haben aber keine Wahl. Wir müssen zu dieser Wasserstelle kommen, auch weil wir hier zur Toilette gehen. Die Hauptverkehrsstraßen sind meist leer. Es ist eine der strengsten Ausgangssperren der Welt. Nur wer in unverzichtbaren Einrichtungen wie Krankenhäusern arbeitet, darf noch zur Arbeit. Einkaufen ist erlaubt, oft aber ist die Schlange lang und Abstand hält hier fast niemand. Ich kann nicht zur Arbeit und das macht mir Sorgen, sagt sie. Und keine Ahnung, ob mich mein Arbeitgeber nach der Ausgangssperre noch braucht. Der Stillstand im Land wird für viele Unternehmen in Südafrika den Ruin bedeuten. Doch groß ist die Sorge vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus. Dann könnte das ohnehin überforderte Gesundheitswesen zusammenbrechen. Über die Ausbreitung des Coronavirus in Afrika können wir jetzt mit unserem DW-Korrespondenten Adrian Kriesch in Südafrika in Kapstadt sprechen. Adrian, Ihr Eindruck, funktioniert der dritte Tag der insgesamt dreiwöchigen Ausgangssperre im Land so, wie es sich die Regierung wünscht? Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen funktioniert es schon ganz gut, vor allem wenn wir auf die ja sehr kurzfristig Organisationszeit uns anschauen. Das wurde ja alles erst vor wenigen Tagen beschlossen. Dafür läuft es ganz gut, aber natürlich gibt es auch nach wie vor Probleme. Wir Journalisten dürfen ja glücklicherweise noch raus, uns die Lage vor Ort anschauen und ich konnte selbst einige Probleme sehen. Beispielsweise habe ich mit Leuten gesprochen, die in diesen essentiellen Dienstleistungsberufen arbeiten, die jetzt noch weiter arbeiten müssen, in Supermärkten beispielsweise oder in Krankenhäusern, die haben große Probleme, zur Arbeit zu kommen. Der öffentliche Nahverkehr soll weiterlaufen zu zwei Zeitfenstern am Tag. Aber mir erzählte eine Supermarktverkäuferin, dass sie ewig auf den Bus warten musste. Und als er dann kam, war er völlig überfüllt, viel zu viele Menschen drin. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache bei so einer Pandemie, dass die Leute so eng aufeinander sitzen. Das sollte ja genau vermieden werden. Außerdem sieht man immer noch hier in Kapstadt Dutzende Obdachlose auf den Straßen. Das ist natürlich ein Riesenproblem und das, obwohl der Präsident Cyril Ramaphosa vorab ganz klar sagte, dass er die Leute von den Straßen holen möchte, dass der Staat sich in dieser Zeit um sie kümmert. Das ist noch nicht passiert. Das ist ein Riesenproblem und man kann nur hoffen, dass das bald angegangen wird. Spanien wiederum hat den bisher stärksten Anstieg an Corona-Todesfällen an einem Tag gemeldet. Dem spanischen Gesundheitsministerium zufolge starben im Land innerhalb von 24 Stunden 838 Infizierte. Die Regierung ordnete für die kommenden zwei Wochen an, dass alle nicht lebensnotwendigen Unternehmen schließen und die Angestellten zu Hause bleiben müssen. In Indien dagegen versuchen die wegen der Ausgangssperre arbeitslos gewordenen Wanderarbeiter, in ihre Heimat zurückzukehren. Nach der Schließung vieler Fabriken versuchen Zehntausende Wanderarbeiter, Indiens Hauptstadt Delhi zu verlassen. Sie strömen zum zentralen Busbahnhof. Die Regierung hat die Bevölkerung aufgerufen, für drei Wochen zu Hause zu bleiben. Wir sind Tagelöhner, aber unser Werk ist geschlossen. Nun haben wir kein Geld für die Fahrt nach Hause. Auch für eine Mahlzeit reicht es nicht. Wir haben große Probleme. Wir haben ein kleines Kind und nichts zu essen. Wir kommen aus einem anderen Bundesstaat. Dorthin laufen wir jetzt zu Fuß. Laut offizieller Statistik sind in Indien bisher knapp 1000 Corona-Fälle bekannt. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein.
Nur wenige Fälle gibt es bislang offiziell in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch Dubai hat eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, um in dieser Zeit öffentliche Plätze, Metrostationen und Busse zu desinfizieren. Auch das gesamte Straßennetz wird jede Nacht mit Desinfektionslösungen gereinigt. Ein Aufwand, der seinesgleichen sucht. Startsignal für einen Sonderzug aus Wuhan. 50 Container mit medizinischem Gerät, Schutzkleidung und Atemmasken sind auf dem Weg in die deutsche Stadt Duisburg, wo der Zug in 15 Tagen eintreffen soll. Es ist der erste Güterzug auf der Strecke seit der Abriegelung der Stadt vor rund 2 Monaten. Der Frachtservice hier in Wuhan nimmt seine normale Arbeit wieder auf. Das bedeutet, dass hier 2 bis 3 Züge pro Woche Richtung Europa fahren. Wuhan gilt als Ausgangspunkt und als erstes Epizentrum von Covid-19-Erkrankungen. In Australien durften hunderte Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Atania nach tagelangem Warten von Bord gehen, darunter etwa 800 Deutsche. Mindestens 12 von ihnen sollen mit dem Coronavirus infiziert sein und nun in Australien behandelt werden. Die gesunden Passagiere werden umgehend ausgeflogen. In Australien sind knapp 4000 Menschen mit dem Virus infiziert. Allein 500 Patienten haben sich auf Kreuzfahrtschiffen angesteckt. Wie in vielen anderen Ländern der Welt geht es ja auch in Deutschland aktuell darum, die schweren Infektionsfälle nicht explosionsartig ansteigen zu lassen, damit die etwa 20% der Gesamtinfizierten vom Gesundheitssystem gestemmt werden können. Kliniken Deutschland haben deshalb auch begonnen, um junge Mediziner zu werben, die zwar noch gar nicht so weit sind, deren Motivation und Wissen jetzt aber helfen können. Studierende machen sich bereit für ihren Dienst im sogenannten Corona-Taxi. An der Seite von Pflegekräften besuchen sie Infizierte, die noch in häuslicher Quarantäne bleiben dürfen. Ein Dienst, den in normalen Zeiten nur Fachkräfte machen würden, jetzt aber ist nichts mehr normal. Alle hier haben sich freiwillig gemeldet. Mara Scharping hat ihren ersten Einsatz. An der Seite von Pflegerin Maria Lommatsch geht es zu einem Hausbesuch. Blut abnehmen und Blutdruck messen, die Sauerstoffsättigung kontrollieren. All das kann sich schnell dramatisch verschlechtern. Mara und Maria besuchen ein älteres Ehepaar und seine Tochter. Seit 9 Tagen sind sie in Quarantäne, alle 3 positiv getestet. Auf einen Schlag hat die 22-jährige Mara eine ungeahnte Verantwortung. Ich habe jetzt schon ein paar Mal auf der Ambulanz mitgeholfen, bei den Abstrichen, da ist es ähnlich. Es fühlt sich natürlich immer wieder ein bisschen komisch an, wenn man wirklich beim Kontakt auch so darauf achten muss, womit habe ich jetzt was berührt und alles desinfizieren danach. Tausende von Studierenden haben sich in den letzten Wochen freiwillig zur Hilfe gemeldet, aus allen Fachbereichen und nicht nur in Baden-Württemberg. Sie werden dringend gebraucht, besonders in Krankenhäusern. Auch hier am Uniklinikum Mannheim werden seit Tagen junge Menschen geschult. Hygienemaßnahmen, spezielle Regeln bei Covid-19. Melissa Haarbrücker studiert im 10. Semester Medizin. Vermutlich soll sie künftig die Pfleger unterstützen. Also es geht hier um Menschenleben, das ist einem schon bewusst. Aber ja, ich denke, das ist auch das, was später im Alltag auf einen zukommt. Es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, nicht nur Corona. Und ja, ich denke, wenn man sich an die Schutzmaßnahmen hält und irgendwie sein Bestes gibt, dann kann man das irgendwie zusammen, gemeinsam tragen. Gemeinsam mit anzupacken, das trägt jetzt auch Mara Scharping vom Corona-Taxi. Rund 12 Euro bekommen die Studenten in der Stunde im Schnitt. Doch das ist nicht das, was sie antreibt. Ich finde es vor allem eben spannend jetzt auch oder interessant, die jetzt so zu erleben, wie es den Patienten geht, hoffentlich irgendwie denen zeigen zu können, dass jemand quasi sich um sie kümmert. Das System braucht sie, die Studierenden, und zwar dringender denn je.